In den 80ern wurden mit Freddy Krueger und Jason Voorhees zwei Horror-Ikonen geboren, die schnell eine Kultanhängerschaft ansammelten. Jahrelang haben sich Fans gewünscht, dass die beiden gegeneinander antreten, und 1993 wurde das sogar erstmals in einem Film angeteasert. Es hat dann aber nochmal ganze 10 Jahre gedauert, bis Freddy vs. Jason es 2003 auf die Kinoleinwand geschafft hat und zum erfolgreichsten Film beider Franchises wurde. Wir schauen heute mal, warum das so lange gedauert hat, warum ein Hauptdarsteller sich aufgeregt hat, dass man ihn nicht anzünden durfte, und was Quentin Tarantino am Film auszusetzen hatte. Hello Leute, was geht? Ich sag's euch, wir gehen langsam auf den Endspurt der Freitag der 13. Fakten zu. Zwei Filme noch, dann ist dieses Mammutprojekt durch und ich kann mich mal wieder anderen Filmen widmen. Vielleicht habt ihr es schon am Titel oder Thumbnail oder Intro erraten können, aber heute geht's um Freddy vs. Jason. Bevor es losgeht, will ich mich aber erstmal bei Dewey bedanken. Der hat mir einfach eine Freddy vs. Jason Figur geschickt, die er damals beim Kinobesuch wohl direkt nach dem Besuch irgendwie kaufen konnte, und die steht jetzt hier schön im Hintergrund und trägt zur Stimmung bei. Also danke, Dewey. Hat mich sehr gefreut. Dann auch noch wichtig, ich habe vor ein paar Jahren auch schon mal über die Freddy-Filme geredet und hatte 3 Videos gemacht, in denen ich über jeweils 3 Filme geredet habe. Im letzten Video gab es dann auch ein paar Fakten zu Freddy vs. Jason, und damit ich euch nicht einfach alles zweimal erzähle, habe ich geschaut, dass ich die Sachen, die ich im alten Video erzählt habe, jetzt hier nicht einfach nochmal nenne. Also schaut euch gern auch nochmal das Video an, da gibt es nochmal zusätzliche Infos, die heute hier nicht genannt werden. Ja, legen wir los, oder? Bisher war es bei allen Freddy und Jason Sequels so, dass sie so schnell und billig wie möglich produziert werden sollten, damit die Studios noch Geld kassieren können, solange sich noch genug Leute für die Filme interessieren. Freddy vs. Jason wurde aber über Jahre geplant und es gab zig Drehbücher und Regisseure für den Film. Man war sich bei dem Film sicher, dass der sowieso haufenweise Geld einspielen würde und wollte lieber die Fans zufriedenstellen. Man könnte also sagen, dass das der erste Film aus beiden Franchises war, bei dem man sich wirklich Gedanken um die Qualität gemacht hat und lieber länger gewartet hat, als den einfach schnell abzudrehen. Aber was genau war denn das Problem? Warum war es so schwer, ein zufriedenstellendes Drehbuch zu schreiben? Wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist es gar nicht so eine leichte Aufgabe. Es ist ein Film über zwei Bösewichte, die gegeneinander antreten sollen. Der eine kann nicht sprechen und der andere existiert nicht in der realen Welt. Bring die erstmal sinnvoll und spannend zusammen. Und selbst wenn man das schafft, braucht man ja auch noch menschliche Charaktere, mit denen man mitfiebern kann und die getötet werden können. Das ist also gar nicht so leicht und deshalb gab es auch so viele verschiedene Drehbuchversionen. That's probably a documentary all unto itself is all of the writers and all of the drafts. Adam Marcus zum Beispiel, der die Welt mit Jason Goes to Hell gestraft hat, hatte die Idee, dass Freddy und Jason in der Hölle sind. Beide werden dann aber für eine gewisse Zeit zurück auf die Erde geschickt und wer in der Zeit mehr Kills schafft, darf direkt oben bleiben. Es gab aber auch einen Vorschlag, bei dem sowohl Freddy als auch Jason Kultanhänger haben, die die beiden wiederbeleben und gegeneinander kämpfen lassen wollen. Es gab eine Version, in der Freddy damals am Crystal Lake Jason misshandelt hat. Immerhin ist Freddy ja ein Kinderschänder und Jason ein misshandeltes Kind. Das Problem bei den ganzen Drehbüchern war aber, dass immer von mindestens einem der beiden die Vorgeschichte geändert wurde, damit das Aufeinandertreffen der beiden Figuren funktioniert. Bis dann Ende 1999 Damien Shannon und Mark Swift kamen und sich Jason Goes to Hell als Ausgangspunkt genommen haben. Da wurde Jasons Maske am Ende von Freddy in den Boden gezogen und die beiden haben sich gedacht, okay, Freddy scheint irgendwas von Jason zu wollen. Was könnte das sein? Lass mal darauf die Geschichte aufbauen. Als Regisseur hat man sich dann für Ronnie Yu entschieden, weil er mit Chuckys Braut schon bewiesen hatte, dass er weiß, wie man Spaß mit Horrormonstern haben kann. Er war aber auch noch nicht ganz zufrieden mit dem Drehbuch und Robert Shay hat ihm gesagt, dass er da gerne was ändern kann. Ronnie hat dann noch den Blade-Autor David Goyer dazu geholt, um das Drehbuch zu überarbeiten. Das Drehbuch war ursprünglich 130 Seiten lang, was zu einem Film von fast 150 Minuten Spielzeit geführt hätte. Das Ganze wurde dann aber so runtergekürzt, dass ein knackiger 90-Minuten-Film daraus wurde. Die Kürzungen haben aber leider zu ein paar Dingen geführt, die mich am Film leider mit am meisten stören. Und zwar, dass die Charaktere oft einfach die Story erklären und es richtig viel Expositionsgespräche gibt, die man davor nicht gehabt hätte. Dadurch gibt es jetzt halt viele Szenen wie diese, in denen Freddy zum Beispiel einfach direkt erklärt, dass er Jason jetzt erstmal seinen Freiraum lässt. Not strong enough yet. I will be soon enough. Until then, I'll let Jason have some fun. This song, like... 1, 2, Freddy's coming for you. You know why they sing that? Because that's when he comes for you.
Sean S. Cunningham, der Schöpfer von Freitag der 13., war übrigens nur mit seinem Namen als Produzent beteiligt. Er war wohl nie am Set, es gab keine Telefonate mit ihm und er machte keine Anmerkung zum Drehbuch. Laut Mark Swift wollte New Line Sean eher vom Projekt fernhalten, weil Jason X so ein Desaster war. Sean selbst behauptet aber, dass er freiwillig Abstand vom Projekt genommen hat, weil er keine Spannungen am Set verursachen wollte. Er war nämlich zum einen mit dem Drehbuch nicht ganz zufrieden und er fand, dass Ronnie zwar schöne Bilder hinkriegt, aber nicht so gut Geschichten erzählen kann, wie Sean das zum Beispiel selbst macht. Er war aber froh, dass das Projekt endlich losging und dachte, wenn er am Set ist und schlechte Laune verbreitet, würde das dem Film eher schaden. Es gab dann auch im Vorfeld schon einen kleinen Shitstorm, weil bekannt wurde, dass Kane Hodder, der in den letzten vier Filmen Jason gespielt hat, diesmal nicht dabei sein würde, weil man ihn nicht wollte. Die Schuld wird da so ein bisschen hin und her geschoben. Es gibt Leute, die sagen, das wäre Ronnie Hughes' Entscheidung gewesen. Er meinte aber, dass das Studio Kane nicht wollte, weil er zu klein und breit aussah und man jemanden wollte, der im Vergleich zu Freddy schön groß war, damit es so eine David-gegen-Goliath-Situation wird. Man hat sich also für Ken Kurtzinger entschieden, der mit 1,96 ganze 5 cm größer ist als Kane Hodder. Wer sich an mein Video zu Jason Takes Manhattan erinnert, weiß bestimmt noch, dass Ken da auch schon mal als Koch vorkam und in ein paar Szenen sogar als Jason eingesprungen ist. Der kannte sich also schon ein bisschen damit aus. In der gleichen Woche, als Kane erfuhr, dass man ihn nicht nochmal als Jason haben will, hat das Studio ihn gefragt, ob er ohne Bezahlung nach Texas gehen würde, um den DVD-Release von Jason X zu promoten. Die haben versucht, ihn damit zu überzeugen, dass er ja so ein gütiger und netter Mensch sei. Er fand das Timing aber verständlicherweise unter aller Sau und hat abgesagt. Eine Rolle, die auch schwer zu besetzen war, war die von Will. Ursprünglich war dafür Brad Renfro gedacht, der war zu der Zeit aber immer wieder negativ in den Schlagzeilen vertreten. Er soll wohl ein Schnellboot geklaut haben, kam mal besoffen zum Büro, hat sich dann noch Heroin reingezogen und ist dann einfach für eine Woche verschwunden, um zu feiern. Ian Somerhalder hatte sich dann auch für die Rolle des Will beworben, der war Ronnie aber ein bisschen zu hübsch, was ihm aber später bestimmt geholfen hat, als Damon in The Vampire Diaries zu landen. Jason Ritter hatte auch schon für die Rolle vorgesprochen und war solide. Man gab ihm eine zweite Chance und hatte ihm dann die Rolle gegeben. Ronnie hat dann aber auch bei den Proben erst erfahren, dass das der Sohn von John Ritter ist, mit dem Ronnie schon bei Chuckys Braut gearbeitet hat. Der hat da den Polizisten-Onkel der Protagonistin gespielt. Hello. I'm Chief Kincaid, Jade's Uncle. Ian Somerhalder ist ein Jahr nach Freddy vs. Jason übrigens in der Serie Lost gelandet, genau wie Evangeline Lilly. Bevor sie 2004 ihren Durchbruch als Kate in Lost hatte und später in riesigen Filmen wie der Hobbit-Reihe oder den Ant-Man-Film aufgetaucht ist, war sie als einfacher Statist ohne irgendwelchen Text in Freddy vs. Jason am Start und steht bei dieser Szene in der Schule rum. Kann mir vorstellen, dass sie da entdeckt wurde, da sie offenbar das große Talent hat, sich zu teleportieren. So steht sie einmal mitten im Geschehen und kommt dann plötzlich ganz woanders nochmal in die Szene rein. Man hatte auch Betsy Palmer angefragt, ob sie nochmal Jasons Mutter spielen würde, die war aber schon vom ersten Film absolut nicht begeistert. Sie hat dann eine Gewinnbeteiligung am neuen Film gefordert, weil sie angeblich durch den ersten Teil gerade mal $35 pro Jahr verdient hat, obwohl der richtig erfolgreich war. Man hat ihr aber nur den Mindestlohn angeboten, woraufhin sie abgelehnt hat. Angeblich wollte man ihr dann am Ende sogar das geforderte Geld geben, sie war dann aber wohl trotzig und meinte, dass sie den Film nicht in ihrem Lebenslauf haben will. Da man großen Wert darauf gelegt hat, einen Film zu machen, der den Fans gefällt, die seit mehr als 10 Jahren auf diesen warten, wollte man der Geschichte und auch der Machart der alten Filme treu bleiben und hat versucht, so viel wie möglich mit praktischen Effekten zu lösen. Gerade auch was das ganze Feuer, die Explosionen und Kämpfe anging. Es wurde zum Beispiel sehr viel mit Seilen gearbeitet, die Stuntleute durch die Luft oder die Wände ziehen. Die Explosionen und die wegfliegenden Personen? Echt. Der Moment, als Freddy aus dem See springt? Echt. Der Stuntman wurde mit einem Kran und Seilen aus dem Wasser gezogen. Das Feuer in der Kabine? Echt. Es war auch ultra heiß da drin und mega anstrengend, das zu drehen. Das Feuer am Pier? Echt. Die haben das Teil extra aus Metall gebaut und wie Holz aussehen lassen, damit es die ganze Zeit weiterbrennen kann. Die haben sogar wirklich den fucking See angezündet. Das ganze Blut? Echt. Also es ist natürlich Fake-Blut, aber halt praktisches und kein CGI-Blut, was heutzutage oft verwendet wird. Für den Kampf am Ende wurde so viel Kunstblut verwendet, dass sogar die Maskenbildner überrascht waren, weil das Blut nicht wie üblich in Eimern, sondern in Fässern angeliefert wurde. Es gab sogar einen Stunt im Film, auf den Ken Kurtzinger sich besonders gefreut hat, und zwar die Szene, als Jason brennt durch das Maisfeld läuft und auf der Party die Teenager umbringt. Aber genau diesen Stunt durfte er nicht machen, weil er zu gefährlich war. Man könnte jetzt meinen, dass das doch kein Problem sei, weil er ist ja immerhin erfahrener Stuntman, aber bei Freddy vs. Jason war er nicht als Stuntman angestellt, sondern als Hauptdarsteller. Das macht versicherungstechnisch einen großen Unterschied. Wenn sich ein Stuntman verletzt, kann man einen anderen organisieren, wenn sich aber der Hauptdarsteller verletzt, muss im schlimmsten Fall das ganze Projekt pausiert werden. Es wurde also ein Stuntman mit
mit feuerresistentem Gel eingeschmiert, bekam ein Beatmungsgerät in den Mund und ein kleines Radio ins Ohr, damit man ihm sagen kann, wie er laufen muss, da er während er brennt einfach nichts sehen kann. Schauen wir uns mal noch eine andere Technik an, die beim Film öfter verwendet wurde, und zwar das Undercranking. Kinofilme werden normalerweise mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen und gezeigt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie Der Hobbit, der in 48 Bildern pro Sekunde im Kino lief, oder Gemini Man mit sogar 60 Frames. Standard sind aber 24. Das wird oftmals in Actionsequenzen ausgenutzt, die werden dann zum Beispiel nur mit 22 Frames aufgenommen. Das hat nämlich den Effekt, dass es im fertigen Film mit 24 Frames leicht vorgespult wirkt, aber so dezent, dass es nicht unnatürlich ist. Die Action bekommt dann einfach etwas mehr Wumms. Das hat man zum Beispiel bei der Szene gemacht, als die Machete im Tisch feststeckt. Erkennt man hier sogar an der Filmklappe. Die Szene, als das Bett zusammengeklappt wird, wurde sogar mit nur 11 Frames pro Sekunde aufgenommen, damit das Zusammenklappen einfach stärker und brutaler wirkt. Das wurde früher ganz oft gemacht. Mir fällt leider spontan kein guter Film ein, wo es ein Beispiel gibt, aber in Ballermann 6 gibt es eine Szene, als Jürgen Drews mit so einem Jetski oder so wegdüst, und hier sieht man halt eindeutig am Wasser und an dem Schiff da hinten, dass das Material vorgespult wurde, damit es wirkt, als würde der total schnell wegfahren. Den Trick nutzen übrigens auch YouTuber. Schaut euch mal an, wie schnell Robubble am Anfang von seinem Video hier aufsteht. Das sind einfach nur 5 Frames. Das soll jetzt kein Front an Robin sein. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er unsportlich oder so ist, aber dass der in 5 Frames aufstehen kann, glaube ich ihm erst, wenn er es nochmal mit einer Stoppuhr im Bild macht. Viele von euch wissen bestimmt, dass große Filme nicht einfach gedreht werden und man sie dann auf gut Glück ins Kino bringt. Es gibt davor für gewöhnlich Test-Screenings, bei denen einigen Leuten eine Vorabversion vom Film gezeigt wird, und danach geben die dann Feedback, was sie mochten und was nicht. Wenn es dann zum Beispiel was gibt, was alle scheiße fanden, lässt man die Sachen oft einfach aus dem Film raus oder dreht was Neues, und so war das auch bei Freddy vs. Jason. Der Film hat ursprünglich mit der Szene am See begonnen, die war auch um einiges länger, hatte noch ein Kind dabei und man hatte weniger nackte Haut gesehen. Das wurde dann nach dem Feedback noch gekürzt, mit mehr nackter Haut versehen und um das Intro ergänzt, das Neulingen erklärt, wer überhaupt Freddy ist. Es gab auch eine zusätzliche Szene mit dem Schuldirektor, der von Robert Shay gespielt wird. Look guys, the important thing is that you're safe. Mochte das Publikum aber nicht, ist also rausgeflogen. Beim Kampf von Freddy und Jason gab es den Leuten wohl zu viel Dialog. Ich habe aber keine Ahnung, wie das davor aussah. Jason wird ja wohl kaum mit Freddy geredet haben. Naja, es gab eine Kussszene im Auto, die vom Testpublikum sogar ausgebuht wurde und dadurch auch nicht im Film gelandet ist. Ein anderes großes Thema war das Ende vom Film. Ursprünglich gab es eine Sexszene, bei der Will dann plötzlich zu Freddy wurde, was wohl alle gehasst haben. Es wurde also ein neues Ende nachgedreht. Man hatte erst überlegt, zwei Enden zu machen, eins in dem Freddy gewinnt und eins in dem Jason gewinnt. Die hätte man dann auch random im Kino gezeigt, sodass man vorher nicht weiß, welches Ende man hat und man sich den Film eventuell nochmal im Kino anschaut, weil man das andere Ende auch sehen will. Man hat sich dann aber für ein offenes Ende entschieden, bei dem Jason, der hier übrigens von Douglas Tate gespielt wird, mit Freddys Kopf in der Hand aus dem See kommt. Freddy zwinkert aber in die Kamera, was bedeuten könnte, dass das Ganze hier ein Traum ist und er Jason nur denken lässt, dass er gewonnen hat. Es gibt also so gesehen keinen eindeutigen Sieger. Auch wenn man echt versucht hat, einen Film für die Fans zu machen, ist es natürlich unmöglich, es allen recht zu machen, und so gibt es auch bei Freddy vs. Jason einige Dinge, die nachträglich am Film kritisiert wurden. Ein Punkt, der auch oft aufkommt, ist zum Beispiel die Szene, in der Jason wegen des Wassers zu einem ängstlichen Kind wird. Immerhin ist er schon mehrere Male im See unterwegs gewesen und sogar schon nach Manhattan geschwommen. Dass der jetzt Angst vor Wasser haben soll, fanden viele Fans einfach nicht passend. Im Skript soll tatsächlich noch klarer gewesen sein, dass er keine Angst vorm Wasser hat, sondern vorm Ertrinken, was bei seiner Vorgeschichte auch Sinn ergibt. Im Film geht das aber etwas verloren und es wirkt, als hätte er Angst vor Wasser an sich. I just want to put the record straight. We never said that Jason was afraid of water. We never wrote that. That was not in our script. Die Filmemacher meinen aber auch, dass nur weil man Angst vor Wasser hat, heißt das ja nicht, dass man deswegen nicht mehr ins Wasser gehen kann. Es sei also gar nicht so ein krasser Widerspruch. Aber die Fans waren nicht nur deswegen enttäuscht. Quentin Tarantino hat einen sehr persönlichen Kritikpunkt geäußert. Im Trailer zum Film gibt es folgende Line. Freddy. Jason. Quentin hat den Film dann bei der Premiere gesehen und war enttäuscht, dass die Line nicht im fertigen Film vorkam. Nichtsdestotrotz war Freddy vs. Jason ein enormer Erfolg. Er ist bis heute der erfolgreichste Film aus beiden Franchises. Zumindest wenn man sich nur die amerikanischen Einspielergebnisse anschaut. Weltweit hat das Nightmare on Elm Street Remake dann doch ein kleines bisschen mehr eingespielt. Trotz des Riesenerfolgs kam es nie zu einem zweiten Teil, was viel mit Organisationen, Rechten, wer würde gewinnen und so weiter zusammenhängt. Es gab allerdings schon Entwürfe für ein Skript und auf Basis dieses Skripts wurde eine Comicreihe namens Freddy vs. Jason vs. Ash entworfen, die ich tatsächlich richtig gut fand.
Falls ihr wissen wollt, was da passiert, schaut euch gerne mein Video an, in dem ich über die Jason-Comics geredet habe. Und ansonsten sieht man sich hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.